ist tot. Die irische Sängerin ist im Alter von nur 56 Jahren gestorben. Woran, wurde nicht bekannt. Warum sich bestimmte Songs in das Gedächtnis ihrer Zuhörer so tief eingraben, ist manchmal vielleicht ein Rätsel. Im Fall Nothing Compares to You von Sinead O'Connor ist es vermutlich aber der Schmerz, den jeder spürte. Den empfinden jetzt auch jene, die ihr nahestanden. Mit großer Trauer geben wir den Tod unserer geliebten Sinead bekannt, hieß es in einem von ihrer Familie gestern Abend veröffentlichten knappen Statement, verbunden mit der Bitte, in dieser schwierigen Zeit ihre Privatsphäre zu respektieren. Musik, das war ein Rettungsanker für die Iren mit der eindringlichen Stimme. Sie hatte eine schwere Kindheit, verbrachte lange Jahre in Pflege. Später berichtete sie, dass sie sexuell missbraucht wurde. In Zeiten, als Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche noch nicht in der Öffentlichkeit bekannt und anerkannt waren, bewies sie Mut, als sie im amerikanischen Fernsehen in der Primetime ein Bild des Papstes zerriss. Immer unkonventionell reagierte sie auf Kommentare eines Schallplattenproduzenten zu ihren kurzen Haaren damit, sie ganz kahl zu scheren. Der weltweite Ruhm war möglicherweise mehr Last als Freude. Sinead O'Connor war wohl mehr Protestsängerin als Popstar. Nachdem sie zum Islam übergetreten war, trat sie mit Kopfbedeckung auf. Zeit ihres Lebens hatte Sinead O'Connor mit psychischen Problemen zu kämpfen und ging offen damit um. Der Suizid ihres 17-jährigen Sohnes Shane im letzten Jahr traf sie tief. Erst wenige Tage vor ihrem Tod veröffentlichte sie dieses gemeinsame Foto. Am Ende, so scheint es, konnte selbst die Musik sie nicht mehr retten. Wir von Leute heute hatten guten Zugang zu ihr. Sie hat uns sogar mal zu sich nach Hause eingeladen. Meine Kollegin Nandi hatte eine ganz besondere Begegnung mit ihr. Sinead O'Connor am Meer vor ihrem Haus in Dublin. Sie hatte uns im April 2012 in ihre Heimat eingeladen. Wir trafen auf eine Frau, die wie ihre Stimme eindringlich und gleichzeitig zerbrechlich wirkte. Dass die Menschen auch Jahrzehnte nach ihrem Welterfolg mit Nothing Compares to You diesen Song von ihr hören wollen, freue sie, sagte sie uns im Interview. Ich liebe den Song. Niemand glaubt mir. Alle denken, ich hätte die Nase voll davon. Ich habe sogar eine intensive Beziehung dazu. Er erinnert mich an meine Mutter. Deshalb weine ich auch im Video. Sie starb bei einem Autounfall. Da war ich 17. Ich schließe meine Augen und habe das Gefühl, ich spreche mit ihr. Das ist schön. Das Verhältnis zu ihrer Mutter war stets schwierig. Sinead warf ihr sogar körperlichen Missbrauch vor. Die problembeladene Kindheit hielt sie nicht davon ab, ein Leben lang als Sängerin und Aktivistin für ihre Überzeugungen einzustehen. Es liege in ihrer Natur, im Guten wie im Schlechten Gefühle zu zeigen, sagte sie uns. Es sieht so aus, als hätte ich immer provoziert. Aber es war nicht durchgehend meine Absicht, provokant zu sein. Ich fand es sehr schwierig, damit umzugehen, dass viele dachten, ich sei eine schreckliche Person. Bis ich selbst erkannt habe, dass ich doch eine liebevolle, unglaubliche Person bin. Die mit Aktionen die polarisierten Missstände anprangerte. Auf das Zerreißen des Papstfotos sagte sie uns 20 Jahre danach. Ich spreche nicht mehr viel darüber, es ist schon lange her. Aber ich bin ziemlich stolz darauf. Zu ihrem Leben gehörte die ständige Auseinandersetzung mit Religion. 2018 konvertierte sie zum Islam. Sinead betete immer auch auf der Bühne, wie sie uns sagte, und verriet uns ihren größten Wunsch als Sängerin. Dass ich zwar nicht perfekt bin, aber durch meine Anwesenheit auf der Bühne ein wenig den spirituellen Raum für die Menschen öffnen kann, damit sie vielleicht ahnen, dass es mehr geben könnte, als man sieht. Dieses Gespräch war für uns eine besondere Begegnung mit einer Frau, deren Stimme auch nach ihrem Tod nicht so schnell verklingen wird.